Wegmeier, der erste Sieg im Jahr 2012. Wie fühlt sich das an? Ja, ist ein super Gefühl. Ich denke, wir hatten die letzte Woche eine richtige Durststrecke. Jetzt letztes Wochenende in Bremen war der erste Schritt mit einem Punkt und ich denke, dass wir heute endlich mal wieder eine gute Leistung gezeigt haben, auch über 90 Minuten. Natürlich läuft noch nicht alles so, wie wir uns das vorstellen, wie es in der Hinrunde teilweise gelaufen ist. Aber vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir, denke ich, Offenbach im Griff gehabt und denke ich auch verdient gewonnen. Ja, wirklich sehr gut. Und vor allem, weil wir die letzten Spiele viele Prügel bezogen haben, gerade auswärts, waren wir heute nicht so mit Selbstvertrauen gesegnet. Und deswegen war das heute sehr gut fürs Punktekonto, vor allem, dass wir uns unten ein bisschen wegsetzen. Und für die Moral und für Selbstvertrauen war es auch sehr gut. Sehr gut, dass wir gewonnen haben heute. Nach den vielen Niederlagen jetzt war es wichtig, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Davor jetzt in Bremen den Punkt. Es war auch wichtig für die Mannschaft, für die Moral, dass wir entweder gepunktet haben. Man hat auch den Eindruck, dass die Abwehr wesentlich stabiler steht. Hat der Trainer da irgendwas verändert? Ja gut, ich denke mal, dass wir heute komplett als Mannschaft einfach besser verteidigt haben. Es ist immer einfach, das an der Abwehr festzumachen, wenn man viele Gegentore bekommt. Aber wenn die komplette Elf in vorne im Sturm schon losgeht mit dem Verteidigen und wenig auf die Abwehr zukommt, dann sieht die Abwehr auch gut aus. Und ich denke, heute muss man allen 11 Spielern ein Kompliment machen, was wir heute defensiv geleistet haben. War wirklich sehr gut und darauf müssen wir aufbauen. Nee, wir haben versucht, den Gegner früh zu stören. Es geht ja dann vorne bei den Stürmern schon los. Und auch das Mittelfeld, wenn da sehr viel gearbeitet wird, dann kommen auch nicht viele auf die Abwehr zu. Aber auch alles, was durchgekommen ist, haben die heute sensationell souverän gelöst und ein großes Kompliment an die Abwehr. Nein, wir standen eigentlich auch in den letzten Spielen ganz gut, dann waren ein paar Mal vielleicht individuelle Fehler dabei und heute haben wir wirklich 90 Minuten nichts zugelassen. Das war wichtig. Eine Woche noch. Diese Woche sind noch 2 weitere Heimspiele. Was erwartet euch jetzt davon? Ja, wir wollen natürlich jetzt den positiven Schwung mitnehmen. Ich denke, dass man auch gesehen hat nach dem 1 und dem 2, dass das Selbstvertrauen gibt, dass das Selbstvertrauen immer mehr wird. Und das müssen wir jetzt mitnehmen in die nächsten beiden Heimspiele. Und unser Ziel muss sein, diesen beiden Heimspielen zu gewinnen, ist ganz klar. Ja, wenn wir so reingehen wie heute in das Spiel, sind bei den Heimspielen auf alle Fälle was drin. Wenn es möglich wäre, natürlich 2 Siege, damit wir schnellstmöglich da unten nichts mehr zu tun haben. Und so wollen wir die Sache auch angehen. Ja, wir wollen natürlich so weiterspielen jetzt halt, wie heute, kämpferisch. Und dann werden wir sehen, was gegen Stuttgart drin ist. Thomas Rathgeber, es war jetzt dein 3. Spiel, glaube ich, wieder hier. Fühlt es sich immer noch ein bisschen an wie zu Hause? Ja, ein paar Leute kennt man auf jeden Fall noch. Das ist natürlich ganz nett, aber... Ja, ich bin jetzt nicht hierher gekommen, um Leute dann zu treffen, sondern eigentlich um das Spiel zu gewinnen und dann tritt mir so enttäuschend auf. Das war heute nichts. Das war meiner Meinung nach schon ein verdienter Sieg für die Achinger. Wie siehst du es? Ja klar, also wenn man am Ende dann 2-0 gewinnt, es war sicherlich kein gutes Spiel, erste Halbzeit. Und Haching ist dann schnell in Führung gegangen und wir haben es einfach nicht geschafft, dann auch selber dann gut nach vorne zu spielen und deswegen geht es absolut in Ordnung für Haching. Danke dir.